Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch einen Vakuummixer vorstellen, den ich in den letzten Monaten getestet habe. Ich möchte das Ganze auch transparent machen. Ich habe diesen Vakuummixer zum Testen zur Verfügung gestellt bekommen und ich zeige euch in diesem Video auch einige Rezepte, die ich mit diesem Vakuummixer hergestellt habe. 2012 habe ich meine Ernährung auf Rohkost umgestellt und mir auch recht zeitnah einen Hochleistungsmixer zugelegt, mit dem ich am Anfang vor allem grüne Smoothies oder auch Mandelmilch hergestellt habe. Einige Jahre später habe ich mir dann einen Slow Juicer zugelegt, also einen Safter für frisch gepresste Säfte. Und da habe ich extra auf einen Slow Juicer geachtet, damit wenig Sauerstoff eingewirbelt wird und ich ein Maximum an Vitalstoffen im Saft habe. Beim Hochleistungsmixer wird aber nicht darauf geachtet. Gerade wenn man grüne Smoothies mixt mit Wildkräutern oder frischem chlorophyllhaltigem Blattgemüse, da mixt man ja auch 30 bis 60 Sekunden oder länger, um einen cremigen Smoothie herstellen zu können. Aber während dieser Zeit wird trotzdem Sauerstoff eingewirbelt. Und deswegen gibt es seit einiger Zeit Vakuummixer, wo man den Sauerstoff größtenteils aus dem Mixbehälter ziehen kann und wo das Ganze, also vor allem auch grüne Smoothies, einfach schonender gemixt werden, ohne dass viel Sauerstoff eingewirbelt wird. Ich denke, wenn man eine Mandelmilch zubereitet mit einem Mixer oder irgendein anderes Rezept, ist es vielleicht nicht so wichtig, aber gerade wenn man den Fokus auf Nährstoffe setzt, gerade beim grünen Smoothie, der uns ja auch Gesundheit bringen soll, der auch gut verträglich sein soll, dann sollte man vielleicht schon mal darauf achten, wie man den grünen Smoothie zubereitet. Ich kenne auch einige, die mir erzählen, dass sie nach grünen Smoothies Bauchweh bekommen, dass sie das nicht so gut vertragen. Die Ursache dafür könnte zum Beispiel sein, dass zu viel Sauerstoff beim Mixen eingewirbelt wurde. Da wäre es mal interessant, den Menschen dann grüne Smoothies zu geben, die mit einem Vakuummixer gemixt wurden, ob das dann Abhilfe verschafft, ob dann die grünen Smoothies besser verträglich sind. Ich stelle euch jetzt diesen Vakuummixer vor und ich gebe euch auch gleich noch ein paar Rezepte oder Anregungen und Inspirationen an die Hand, was man so mit einem Vakuummixer mixen kann. Das sind die Zutaten für den ersten grünen Smoothie. Das ist das Fruchtfleisch einer reifen Mango. Das ist Spinat, 260 Gramm. Eine geschälte Limette. Das sind optionale Zutaten. Links ein halber Teelöffel Vanillepulver. Alternativ kann auch das Pulver der Tonkabohne verwendet werden. Es hat einen ähnlichen aromatischen Geschmack. Und hier in diesem Schälchen befindet sich ein Esslöffel Lukuma-Pulver. Das ist auch wie das Vanillepulver optional. Und für den grünen Smoothie benötigen wir noch Wasser. Das sind 400 Milliliter gefiltertes Wasser. In den Mixbecher des Vakuummixers kommen jetzt alle Zutaten für den grünen Smoothie. Jetzt den Deckel drauf und jetzt kann alles gut durchgemixt werden. Jetzt wird ein Vakuum erzeugt. Ganz wichtig, der Deckel kann nicht geöffnet werden, wenn das Vakuum nicht wieder gelöst wird. Und das geht hier durch
diese kleine Vorrichtung, die man dann einfach kurz öffnet und dann kann man den Deckel abnehmen. Fertig ist ein cremiger grüner Smoothie mit wenig Sauerstoffeinwirbelung. Ihr seht, ich habe den grünen Smoothie in eine Kokosnussschale geschüttet. Daneben seht ihr auch ein kleines Schälchen mit frischen Wildheidelbeeren. Die werde ich jetzt mit hier dazugeben. Der Smoothie ist recht dickflüssig und kann auch ganz gut gelöffelt werden. Man kann auch Bowl dazu sagen. Man kann so eine Art Bowl mit verschiedenen Zutaten dekorieren. Ich habe auch schon Rezepte gesehen mit Nüssen, mit Trockenfrüchten, mit Sprossen. Ich halte es eher einfach und versuche so wenig wie möglich zu mischen und dann auch mit so frischen Zutaten wie möglich. Für das Rezept habe ich im Sommer frische Wildheidelbeeren verwendet. Jetzt im Oktober, November gibt es natürlich keine frischen Wildheidelbeeren mehr. Da kann ich euch die Heidelbeeren aus dem Rewe empfehlen. Das sind Bio-Heidelbeeren aus nachhaltiger Wildsammlung. Jetzt stelle ich euch ein Rezept für einen Sauerkirsch-Fruchtaufstrich vor. Dafür benötigen wir 260 Gramm entsteinte Süßkirschen und 2 Stunden in Wasser eingeweichte Trockenfrüchte. Ich habe hier für dieses Rezept 100 Gramm Datteln eingeweicht und 2 Feigen. Die Feigen habe ich schon halbiert, ebenso die Datteln. Die Kirschen und die Trockenfrüchte werden jetzt im Vakuummixer cremig püriert. Deckel drauf und los geht's. Hier seht ihr, diese Pfeilspitze am Mixer muss hier mit diesem Schloss am unteren Teil des Mixers verbunden sein. Es muss so gegenüberstehen, dann ist der Mixer wirklich verschlossen und kann dann auch angeschalten werden. Fertig ist ein wunderbarer Fruchtaufstrich aus 100% Frucht. Für diesen Fruchtaufstrich könnt ihr auch weniger Trockenfrüchte verwenden und dafür zum Beispiel 2 Esslöffel Chiasamen mitmixen. Dieser Fruchtaufstrich kann wie Marmelade verwendet werden und schmeckt besonders gut zu selbstgemachtem Chia-Milchreis. So einen Fruchtaufstrich bewahre ich so 2 bis 3 Tage im Kühlschrank auf. Ich gebe ihn in ein Glas, was ich verschließe und brauche dann diesen Fruchtaufstrich nach und nach auf. Jetzt möchte ich eine fantastische Creme aus dem Fleisch junger Trinkkokosnüsse, Datteln, Vanille und Wasser mixen. Das hier ist das Fleisch von 5 bis 6 jungen Trinkkokosnüssen. Dann haben wir hier 460 Gramm Datteln, die habe ich auch schon etwas halbiert. Auch das Fleisch der jungen Trinkkokosnüsse habe ich schon etwas kleiner geschnitten. Das ist 1 Teelöffel Vanillepulver und hier haben wir ca. 900 ml Wasser. Normalerweise bereite ich diese Creme mit dem Wasser der Trinkkokosnüsse zu, also da nehme ich einen Teil davon ab und mische sie mit dieser Creme. Aber wir haben jetzt die letzten beiden Tage das Wasser so getrunken, gekühlt getrunken und ich möchte jetzt aus diesen Zutaten nicht direkt eine frische Creme mixen, sondern diese Creme im Dürrgerät dürren zu so einer Art Butterkeks-Naschi. Das ist dann so ähnlich wie Fruchtleder, bloß eben mit einem leichten Butterkeks-Aroma. Und dafür nehme ich dann Wasser zum Mixen. Wenn wir die Creme frisch mixen, dann nehmen wir gern das Kokosnusswasser.
Ich werde die Zutaten jetzt halbieren, werde zweimal mixen, weil die Menge der Zutaten, die ihr hier seht, passen nicht komplett in den Mixer, weil der Mixer hat ja auch ein Maximum an Füllhöhe und das möchte ich nicht überschreiten. Für dieses Rezept werde ich jetzt die Taste Auto-Blend betätigen und nicht die Taste Vakuum-Blend, weil ich ja diese Creme sowieso noch im Dörrgerät trockne und wir diese Creme nicht frisch essen. Würde ich die Creme jetzt frisch mixen, würde ich sie mit dem Vakuum-Blend mixen. Ich habe den Mixvorgang ca. 20 Sekunden vor Ende nochmal gestoppt, um noch ein bisschen Wasser zuzufügen, dass sich das Ganze besser mixen lässt. Ihr seht, es ist schön cremig geworden. Ein Mixvorgang dauert ja ca. 2 Minuten. Ich würde bei dieser Creme, je nachdem wie fest das Kokosnussfleisch ist, also normalerweise ist ja das Kokosfleisch von jungen Trinkkokosnüssen recht weich, aber es gibt so verschiedene Stadien, wo es teilweise auch ein bisschen fester sein kann, je nachdem auch wie weich die Datteln sind, ist es dann wichtig, darauf zu achten, wie die Konsistenz der Zutaten sind, gegebenenfalls dann diesen Mixvorgang zweimal durchführen, also dass zweimal 2 Minuten gemixt wird. Das Ganze werde ich jetzt in unserem Dürrgerät dürren und ihr seht gleich in der nächsten Sequenz das Ergebnis. Das sind Zutaten, aus denen ich leckere italienische Wraps zaubere. Dafür benötigen wir 2 Paprika, 2 Tomaten, ca. 1 bis 2 Teelöffel Paprikapulver edelsüß. Dann haben wir hier 4 bis 5 Esslöffel Flohsamenschalen, 1 Esslöffel Mandelpüree oder man kann auch Sesammus nehmen. Dann haben wir hier 1 bis 2 Esslöffel geschälte Hanfsamen, 2 kleine Knoblauchzehen. Hier sind verschiedene getrocknete Kräuter drin, Thymian, Oregano, Basilikum und Rosmarin. In diesem Schälchen befinden sich ca. 4 Esslöffel Salzsole und hier in der Flasche ca. 500 ml gefiltertes Wasser. Alle Zutaten bis auf die Flohsamenschalen kommen jetzt erstmal in den Mixer. Die Paprika und die Tomaten sind schon gewaschen, die werde ich jetzt noch kleiner schneiden und dann wird alles zu einer genialen Wrap-Masse gemixt. Da ich die Wrap-Masse wieder dürren möchte, verzichte ich auf den Vakuumblend und schalte hier einfach beim Autoblend ein. Zum Schluss gebe ich die Flohsamenschalen dazu und mixe das Ganze nochmal für ein paar Sekunden und lasse die Masse dann ein bisschen dick werden. Die Wrap-Masse dickt langsam ein. Ich werde diese Masse jetzt auf 2 Dürrebenen meines Dürrgerätes verteilen. Und hier habe ich schon mal 2 fertige Wrap-Bögen. Meistens halbiere ich so einen Bogen und viertel ihn nochmal und mache mir so kleine Wraps, die ich mit Salaten oder Sprossen fülle. Das Rezept der italienischen Wraps wie auch der Butterkeks-Naschis findet ihr in meinem E-Book Dürren leicht gemacht. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Das sind die Zutaten für den Heavy Metal Detox Smoothie nach Anthony William. Ich habe hier 2 reife Bananen, 1 Orange, 1 Bund frischen Koriander, ca. 150 Gramm Wildheidelbeeren, 1 Teelöffel Spirulina-Pulver, 1 Esslöffel Grassaftpulver und 1 Esslöffel Silizium Plus aus Ackerschachtelhalm, Brennnessel und Bambus.
Dazu gibt es noch Wasser und aus diesen ganzen Zutaten mixe ich jetzt einen cremigen Smoothie ohne große Sauerstoffeinwirbelung. Zutaten, die ich für die Rezepte verwendet habe, Grassaftpulver und Silizium Plus. Diese beiden Produkte beziehe ich von Lebenskraft pur. Ihr findet den Link zu diesen beiden Produkten unter diesem Video. Ihr habt doch gesehen, für den Wrap habe ich Flohsamenschalen verwendet. Die kann man für verschiedenste Rezepte verwenden, auch für eine kleine Darmreinigung in Kombination mit Bentonit oder Zeolit. Ich setze euch den Link zu meinen Flohsamenschalen unter dieses Video. Für das erste Rezept habe ich ja Vanillepulver verwendet und als Ersatz die Tonkabohne empfohlen. Wirklich ein ganz feines Aroma. Ich liebe diese Tonkabohne und die kann man auch gut als Vanilleersatz verwenden. Ihr findet den Link zu meinen Tonkabohnen unter diesem Video. Dieser Vakuummixer funktioniert auch ohne diese Vakuumtaste. Man kann ihn auch als ganz normalen Mixer verwenden. Dabei gibt es aber ein großes Aber. Dieser Mixer hat keinen Stößel. Also wenn man damit zum Beispiel schwerfällige Masse oder Teige mixen will, wo man auch mal mit einem Stößel nachstopfen muss oder zum Beispiel Eis aus gefrorenen Früchten, dann funktioniert das nicht gut, weil eben der Stößel fehlt. Dieser Mixer ist vor allem für grüne Smoothies geeignet oder auch für eine Wrap-Masse. Ich habe euch auch einige Rezepte hier in diesem Video vorgestellt. Also dieser Mixer ist für alle Rezepte geeignet, für die man keinen Stößel benötigt. Es gibt ja auch Menschen, die mixen sich lieber eine Mandelmilch oder nur einen grünen Smoothie. Die wollen nicht so arg viele Rezepte damit zubereiten. Die wollen auch keine Teige zubereiten. Denen geht es wirklich um Nussmilche oder gerade um grüne Smoothies. Da ist dieser Mixer sehr gut geeignet. Dieser Mixer mixt nicht mit so vielen Umdrehungen wie ein Hochleistungsmixer. Also die Smoothies, die man mit diesem Vakuummixer mixt, den ich euch heute hier vorgestellt habe, die sind nicht so 100% cremig wie bei einem Hochleistungsmixer. Auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob das denn unbedingt nötig ist. Man hat uns ja so in den letzten Jahren suggeriert, dass wir grünes Blattgemüse immer nur durch den Mixer aufspalten können. Nur so ist es gut verträglich. Aber wenn man sich mal bedenkt, Wildkräuter, Wildpflanzen gehören schon seit vielen Hunderttausenden von Jahren zur Ernährung des Menschen. Und damals hat man auch nicht gemixt. Man hat einfach gründlich gekaut, so wie die Tiere auch. Natürlich besitzen wir eine ganz andere Verdauung als zum Beispiel eine Kuh oder eine Ziege oder Wildtiere, die sich pflanzlich ernähren. Ich schätze aber, dass man durch gründliches Kauen auch diese Wildpflanzen gut vertragen kann. Wer sich für diesen Vakuummixer interessiert, ich setze euch einen Link unter dieses Video bzw. findet ihr einen Link im ersten angepinnten Kommentar. Mich interessiert natürlich jetzt eure Meinung zu diesem Vakuummixer oder generell zum Thema Vakuummixen. Habt ihr damit schon Erfahrung? Dann teilt eure Erfahrung gern unter diesem Video. Mich interessiert auch eure Meinung zu dieser Thematik, dass man grün immer unbedingt mixen muss mit einem Hochleistungsmixer. Oder denkt ihr, dass das gründliche Kauen für uns auch ausreichend ist? Da bin ich sehr auf eure Meinungen gespannt. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald, ihr Lieben.